Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Sehen wir wieder gut aus, ne? So im Sommer. Ja, wir zwei sehen immer gut aus, glaube ich. Je älter wir werden. Ja, desto attraktiver werden die Herrschaften, nicht wahr? Das macht der Rotwein. Ja, ab und zu mal ein Bierchen. Auf der Welt sieht es anders aus, mein Lieber. Ja. Mal Die abgesehen Welt von sieht anders Söder. aus. Da kommt der Starkregen runter und verwässert alles. Ja. Ganze Landstriche. Ja, über Was 1000. jammern Sie? Was jammern Sie in Österreich und in Polen und Ja, in Tschechien? ja. Was jammern Sie? Es ist schon Rettung. schlimm. Also hier bei uns funktionieren die Rettungsketten. Da funktioniert alles so einigermaßen, sagen wir mal, solange es nicht zu hart kommt. Woanders saufen Tausende ab. Ja. Tausende Und keiner in berichtet Mali, drüber. in Tschad, weit über 1000 Tote. Ne? Ja, wer hat denn darüber berichtet? Mit der Ja. entsprechenden Betroffenheitslyrik, die dem deutschen Qualitätsjournalismus ja eigen ist. Ja, die Qualitätsjournalisten, denen ist das ziemlich Rille. Die berichten, wenn es hochkommt, mal über den Fridays for Future und das auch nicht gut. Die sind genauso drauf wie die deutsche Autoindustrie. 20 Jahre lang haben die Chinesen gesagt, ab dem Zeitpunkt 2024 ist bei uns Duster mit Verbrennern. Das hat die überhaupt nicht beeindruckt. Da haben sie sich überhaupt nicht drum gekümmert. Die Bonis sind ja geflossen. Naja, ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken. In China gibt es Millionenstädte, wo nur noch elektrisch gefahren wird, weil das so angeordnet wurde. So ist das. Und da wird sich in China auch niemand drüber beschweren, dass das so ist. Die haben das ja schon im Fünfjahresplan 2008 festgeschrieben. Da waren die Damen und Herren in Wolfsburg, in München und so weiter viel zu strack, um das auch nur zur Kenntnis zu nehmen. In der Zeit wird jemand volljährig, der da gerade geboren wurde. Das stimmt. Aber Markus geht heute aufs Oktoberfest. Sir Ja, säuft die ja. erste Maß. Was? Ja, 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 Das ist ja. natürlich ein Ereignis, was wir alle. Das größte Besäufnis der Welt findet mal wieder statt. Genau. Hoch die Tassen. Bei mir ist es Kaffee, aber. Aber das ist ja legal. Bier ist ja legal. Ja, Alkohol verursacht unter den Drogen in Deutschland die größten Schäden. Die Krankenkassen müssen dafür aufkommen, dass Leute alkoholsüchtig gemacht werden. Wir müssen hinterher dafür bezahlen und gerade stehen, dass man. Ja, nur das ist nicht so schlimm. Söder ist ja privat versichert. Also das geht nicht so sehr auf die Kassen. Das stimmt, da muss ich dir recht geben. Also für Söder ist das Rille. Da kann man sich eigentlich nur wünschen, dass er noch ein Moas mehr trinkt. Ne? Vielleicht wird er dann ein bisschen klarer. Vielleicht braucht er das so als Grundrauschen oder Ja, so. das ganze Geschwurbel fällt dann weg wahrscheinlich. Dafür kommt das Gelalle. Wir lachen jetzt über diese Kleinigkeiten. Über eins kann ich überhaupt nicht lachen, wie die UN sich momentan da so verhält. Mag sein, dass sie Gründe dafür hat, aber dieses Hochhalten der Hisbollah, als wären das die großen Freiheitskämpfer dort in der Gegend. Ja, sind sie das nicht? Sind das keine Freiheitskämpfer? Die kämpfen doch für die Freiheit der Palästinenser, mein Lieber, oder? Nein, der Libanesen. Aha. Ja. Und die fühlen sich jetzt auch schon befreit, weil keiner möchte mehr Widerworte geben. So mächtig ist diese Organisation da in dem Lande. Ja, das sind also keine Libanesen? Wer? Die Die Hisbollah? Hisbollah? Oder das sind irgendwelche Leute, das können auch Ex-Palästinenser sein, welche aus den Flüchtlingscamp von vor, was weiß ich, drei Generationen, ja. Ja. Ja, also das hat ja dann so gehießen, alle, die mal den Flüchtlingsstatus haben als Palästinenser, die behalten den dann auch, ja. Also in der dritten Generation noch, ja. Ach ja, naja, Hisbollah, der Iran, was sagen denn die Saudis zu sowas? Ist das normal für die oder? Es wird schwierig. Die Saudis, die sehen das überhaupt nicht gern, weil der Iran wird einfach zu stark. Sie sehen aber auch nicht,
gerne, was die Netanjahu-Regierung, getrieben durch die ganz Rechtsextremen, im Land dort anrichten gegen die Palästinenser. Also da sind einige Friktionen vorhanden. Da wird es nicht so schnell zu irgendeiner Lösung kommen. Aber Saudi-Arabien und Iran geht gar nicht. Iran und Israel geht auch nicht. Hisbollah ist keine freiheitskämpfende Partei, sondern ein Wurmfortsatz der Ayatollahs und so viel stärker als die libanesische Armee. Also da ist kein Kraut gewachsen. Und Aber es gibt die Besatzer, Zehntausenden von Israelis, die da nicht mehr leben können, wo sie vorher gelebt haben, in der Nähe vom Libanon, Also wenn ich dich wo es jetzt keine Grenzschwierigkeiten gab mit dem Libanon, ja. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist die Hisbollah sozusagen die Besatzung im eigenen Land für die Libanesen. Ja, das Und gehört ihnen ja nicht. Wenn, dann waren das Flüchtlinge aus Nee, Urzeiten also das ist sozusagen. natürlich, setzt dem eigentlich so, das denkt man ja im Normalfall gar nicht, aber das setzt dem Ganzen nochmal eine andere Krone auf, finde ich. Ja, Rudi, du hast, glaube ich, noch irgendwie mit dem Lindner irgendwas gehabt. Ja, und zwar die ehemalige Generalstaatsanwältin von Köln, die ja ausgestiegen ist, weil sie nicht gesehen hat, dass in ihrem Themengebiet entsprechend richtig untersucht wird und ermittelt wird. Die hat gesagt, dass das jetzt anstehende Bürokratieerleichterungsgesetz im Bundestag, das ist noch nicht beschlossen, auch vom Bundesrat natürlich noch nicht, dazu führen wird, dass wichtige Unterlagen, die auf Cum-Ex-Verbrechen hinweisen könnten, ganz schnell jetzt im Reißwolf landen, weil die Fristen ganz einfach verkürzt werden mit dem Gesetz. Das heißt, die Staatsanwaltschaften können nichts mehr finden. Das heißt, all diese Leute bleiben straflos. Und Interessanter Fakt. Lindner sitzt Ja, da nicht wie die müssen. Länder nur mit Finanzbeamten, die Ja. untersuchen sollen, da, sondern da hat selber 500 Beamte, Ja. die sofort diese Cum-Ex, Cum-Cum-Geschichten untersuchen könnten. Und der Lindner tut nichts in seinem Ministerium. Er schiebt das auf die Länder, weil die Leute glauben Ja. das. Die Finanzämter sind ja Ländersache und Ja. bababa. Und er hält sich da völlig raus. Aber diese 12 Milliarden, die Ja. jetzt im Haushalt fehlen, können mehr als vierfach wieder ausgeglichen werden, wenn man nur das wieder reinholt, was da an Cum-Ex und Cum-Cum-Verbrechen passiert ist. Und der Ja. Lindner hätte die Möglichkeit. Also Ja. diese Porsche-Partei schützt nicht nur Steuervermeider und Steuerflüchtlinge, sie schützt auch Steuerverbrecher. Ja. Und das muss man mal so deutlich sagen. Ja, Steuerflüchtlinge finde ich auch ganz entsetzlich, dass die weiter geschützt werden. Trotz der ganzen Flüchtlingsdiskussion, diese Flüchtlinge werden geschützt von Lindner. Hey, die kommen ja auch nicht rein, die gehen ja raus aus dem Land. Naja, vielleicht noch so als letztes Bonmot. Der Barnier ist ja heute gefragt, in Frankreich seine neue Regierungsmannschaft zu Das präsentieren. wird Ich bin spannend. gespannt, ob das hinhaut, weil er ist ja nun mal konservativer, wenn auch eigentlich einer von den Guten. Ob er es schafft, tatsächlich auch die Linken mit einzubeziehen, das ist ja ganz wesentlich bei dem Spiel, weil das wird nicht funktionieren, wenn er den Wahlsieger in Frankreich, und das sind die Linken und nicht die Rechten, ignoriert, oder? Was denkst du? Ja, da ist die Frage, wie weit macht das linke Bündnis da mit? Also nur eine Galionsfigur von links irgendwo eine Regierung haben, werden die sagen, nee, da mach deinen Scheiß alleine und du wirst schon sehen, was du davon hast auf Dauer. Auch Richtung Macron natürlich. Da muss schon eigentlich mehr passieren, damit die Linke sich, also der Wahlsieger sich repräsentiert fühlt. Und damit auch ein Großteil der Franzosen. Das darf man ja da nicht vergessen. Die haben sie ja gewählt, ja, und die haben sie absichtsvoll Genau, gewählt. genau. Also das vergessen ja andere auch ganz gerne. Die Nazis glauben ja auch, 30% sind irgendwo eine Mehrheit. Das ist einfach Unfug. Da muss man wirklich gucken, was die echten Mehrheiten sind. Ihr müsst gucken, morgen, so wie die Welt aussieht, wenn der Himmel nicht runterfällt, sind der Rudi, da ist er, und ich wieder da. Macht's gut.
Schönes Wochenende.